Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ. Wir sind ja irgendwo in der Nähe vom großen Airfield und da möchte ich ja auch hin. Bloß irgendwie ist es momentan irgendwie so ein bisschen komisch mit der Karte, ich bin da so ein bisschen verplant, was das angeht. Und ich könnte eigentlich mal, was ist das hier eigentlich? Auch Bandagen. Was ist das hier? Ah, Thunfisch und eine Kartoffel. Aber eigentlich brauche ich nichts zu essen. Weil ich nicht hungrig bin. Gar nichts. So, hier ist die Polizeistation. Und jetzt will ich mal diese Straße hier entlang laufen. Und mal gucken, wo wir da rauskommen. Also nach meiner Theorie dürfte diese Straße nicht zum Airfield führen. Aber das kann natürlich gut sein, dass ich mich total verhaue. Und meine Orientierung auf der Karte sowie im Spiel voll für den Arsch ist. Aber, nee, ist es noch nicht mal so sehr. Ich komme nämlich wirklich hier echt nur zu diesem kleinen Siedlungsstück. Also eigentlich das, was ich mir so gedacht habe, das passt. Das ist hier diese kleine abgesetzte Siedlung. Interessant. Ja, beziehungsweise diese kleine abgesetzte Siedlung mit der Kirche. Und, kann ich da rein? Ne. Gut, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass ich hier bin. Genau, wenn ich jetzt in diese Richtung laufe, wenn ich auch diesen Kurs beibehalte, dann komme ich zum Airfield. Ich hoffe es. Aber eigentlich, wenn mich meine Orientierungssinn nicht komplett im Stich gelassen hat, dann dürfte das funktionieren. Ich hoffe es. Ich finde das schon spannend und spektakulär, dass ich diese eine Straße nicht entdeckt habe. Das ist irgendwie komisch. Naja, was soll's. Gucken wir mal, ob wir zum Airfield kommen. Also wir würden, wenn wir auf das Airfield stoßen, auch in der Nähe der Hangars auf das Airfield stoßen. Das heißt, auch in der Nähe vom Gefängnis und Tower und ja, also dieser ganze Bereich, ja, da vorne ist es eher viel. Da ist ein Hangar zu sehen. Ja, das heißt, wahrscheinlich voll in diesem Bereich für PvP. Wahrscheinlich werde ich jetzt meine komplette Ausrüstung und mein ganzes Loot und alles wieder verlieren. Aber ist das hier die Straße, die eingezeichnete? Oder ist sie zu tief eingezeichnet gewesen? Oder führt die gar nicht bis zum Airfield? Was ist das da für eine Kante am Baum? Achso, das lädt jetzt gerade nach. Ja, das könnte die eine kleine Straße sein, die nochmal zu so zwei, drei Häusern führt, wo eigentlich auch Waffen sind, soweit ich das gerade auf der Karte sehe. Aber es können natürlich auch Waffen sein im Sinne von Messer oder irgend sowas oder Baseballschläger. Das sind ja auch Waffen, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir da so finden. Ein bisschen mit den Wald luschern. Nicht, dass da von der Seite gleich ein Bär kommt. Der auf einmal über uns herfällt. Oh, ich bin durstig. Oh, Pause. Erstmal was essen. Was haben wir denn überhaupt alles lecker? Wir haben ja gar nicht so viele leckere Sachen, ne? Zusammenklappen.
Ich weiß, die Axt ist das beschissenste, was es gibt, um Dosen zu öffnen, aber... Dosenöffner habe ich halt noch nicht und ich habe auch nicht den Platz, um irgendwie großartig ja, 20.000 Sachen mitzuschleppen. Wo ich dann das Richtige drinne hätte. So, wie sieht's aus? So, alles wieder gut. Dann marschieren wir doch mal weiter. Spannend. Bisschen Zickzacklauf. Ah, wobei das Gute ist ja, dass hier eine Wall ist, ne? Eine Wand. Wo ist denn hier? Achso, hier ist ein Eingang. Okay. Sind direkt am Anfang der Hangars. Erstmal drüben zu den Gebäuden. Gucken, ob ich da irgendwas finde. Die Axt werden wir auf jeden Fall brauchen für die Zombies, die hier rumlaufen. Hier laufen eigentlich in der Regel immer Zombies rum. Okay, hier ist nichts. Dann wollen wir mal schnell durch die Hangarhallen. Ob wir da was finden. Das ist voll gefährlich hier, ey. Das ist voll gefährlich, aber auch lukrativ. Guck mal hier diese Runde laufen. Kann natürlich sein, dass hier schon alles gelootet ist, ne? Dass hier irgendjemand vorbeigekommen ist, der sich alles eingesteckt hat. Ich sehe nichts. Nicht im Tower oder so. Voll spannend. Hier ist auch nichts. Mal die nächste. Mal da reingucken, was da so ist. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen jetzt wirklich mal langsam auf einen Jackpot hier, dass wir irgendwie... Ich habe das auch schon gehabt, dass hier was ich alles drin lag. Und... Da. Ein Rucksack zum Beispiel. Wie geil. Und dann auch noch gleich ein großer. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Den nehmen wir doch gerne. Zack. Kurz die Sachen um... Jetzt kann es doch losgehen. Jetzt kann doch unser Abenteuer beginnen. Ja, er ist zwar rot. Und damit natürlich für jeden sichtbar. Aber besser als gar nichts, ne? Besser als vorher mit dem blöden Schulranzen da rumzulaufen. Gibt's sonst hier noch so? Das? Oh, das ist natürlich noch ein besserer Rucksack, weil der ein bisschen besser getarnt ist. Hat aber 5 Flugplätze weniger. Ich sag mal, ich scheiße jetzt momentan auf Tarnung. Mir sind die Flugplätze wichtiger. Im Tower sehe ich gerade keinen. Habe ich gerade keinen gesehen. Auf jeden Fall nicht oben drin. Oh, eine Wasserflasche. Wasserflaschen sind immer gern gesehen. Kann man ja auch wieder auffüllen. Und sich dadurch quasi einen unendlichen Wasservorrat anlegen. Oh, das ist eine richtige Wasserflasche, ne? Also so. Na gut, was heißt richtig und nicht richtig? Also das ist auch eine Wasserflasche. Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen mehr rein. Ja, jetzt er hat auch schon wieder Durst. Aber damit warten wir noch ein bisschen. Ich guck gleich mal da drüben in die Ecke, vielleicht liegt da ja auch wieder das Richtige. Ne, diesmal nicht.
gerade ein bisschen dunkel. Jetzt wird es wieder ein bisschen heller. So, dieser Wechsel von drinnen und draußen. Da sind Boots, aber ich habe eigentlich ziemlich coole Boots. Die gefallen mir. Oh, ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Kommt irgendwo ein Zombie gleich? Na, wo ist der Zombie? Gehört habe ich ihn schon. Und eigentlich kam auch immer etwas, wenn man es gehört hat. Also wo ich ja mit Daisy angefangen habe, da war es häufig so, dass man auch Zombies gehört hat, aber dann kam nichts. Hier sehe ich jetzt auch gleich einen. Na, fall um. Zombies ist immer ein gutes Zeichen. Ah, habe ich getroffen. Weil Zombies bedeuten nämlich in der Regel auch, dass keine anderen Spieler hier drin sind. Kurz in die Feuerwehrstation. Das ist noch ein Feuerlöscher. Was ist das? Und das Handschuh? Ich kann das gerade nicht zuordnen. Achso. Das Teil. Hier. So eine Stirnbandleuchte. Was ist das denn hier alles? Da ist schon wieder dieses Teil. Sammeln wir mal alles ein. Können uns das dann später angucken. Das ist diese Flare. Na, Flare Gun wollte ich gerade sagen. Ne. Ich komme jetzt gar nicht auf das Wort. Für Leuchtkugeln. Was ist das? Ach, das ist ein Tactical T-Shirt, ein Olivus. Der Huli hat mehr Plätze, ne? Der hat auch nur 4. Das Ding brauche ich definitiv nicht. Ach, das ist eine Gaslampe. Auch niemand. Wir versuchen uns ja auf Servern aufzuhalten, wo es Tag ist. Weil wenn es Nacht wird, ist es echt scheiße dunkel. Und da bringt es ja noch nichts aufzunehmen. Oh, eine P1-Pistole. Die ist ja neu. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Magazin dazu und ein paar 9x19. Und dann könnten wir damit ein bisschen Spaß haben. So. Haben wir die Feuerwehrstation gelootet. Ich gehe mal hinten raus. Und dann gucken wir mal noch weiter. Kommen wir zum... Ist das Gefängnis hier gleich nebenan? Nee, ne? Da ist der Tower. Kommen wir eben auch mal schnell in den Tower rein. Mal gucken, wer da sich so rumtreibt. Da steht ein Zombie auf dem Field. Und wenn hier so viel Loot rumliegt, dann ist es immer ziemlich gut. Dann ist es echt ein gutes Zeichen dafür, dass noch keine Sau hier ist. Oder war. Wobei, wenn hier so einzelne Patronen rumliegen, das ist wieder ein schlechtes Zeichen. Naja, ich würde es gleich sehen. Entweder gucke ich gleich in irgendeinen Lauf oder nicht. Wir werden es erleben. Opa, was sind das eigentlich hier für Patronen? Das sind doch wieder... Die brauche ich nicht. Wir gehen mal nach ganz oben. Was ist das? Nach ganz oben auf dem Tower. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Da ist mein Feierabendbierchen. Genau, heute trinke ich ein bisschen früher mein Feierabendbierchen. Schon nach, ich weiß gar nicht, nach 3 oder nach 4 Folgen. Ja, ich habe mal gesagt, passt das gegebenenfalls in meine... Ne, passt nicht rein.
Was sind das hier eigentlich? Achso. Was sind das? Ne, passt auch nicht. Hm. Na gut, okay. Was schwerer wird dann später sein, sich davon auch wieder zu trennen. So, was gibt's hier noch so? Nicht viel, nicht viel, nicht viel. So, ich werde mich mal unter der Treppe ausloggen. Was natürlich auch nicht besonders intelligent ist. Vielleicht werde ich da jetzt gleich beim Auslocken noch von irgendjemandem aufgeknüpft. Das kann gut passieren. Achso, ich habe mein Feierabendbierchen oben vergessen. Mist. Warte nochmal schnell hoch. So, war's, da ist es. Zack. So, schnell wieder runter. Hier, da. Crank. Alles klar. Das war ja mal wieder eine spannende Folge und ich denke mal, die nächsten Folgen werden auch spannend, wenn wir hier so ein bisschen das Airfield erkunden und uns ein bisschen durchschlagen und schauen, wo wir was finden. Wie gesagt, ich möchte hier auch nochmal gerne aufrufen. Ich möchte nicht gerne, also ich würde mich freuen, wenn ich jemanden Mitspieler finde für DayZ, mit dem man zusammen die Karte erkunden kann und zusammen so ein bisschen durch die Gegend läuft, ein bisschen Blödsinn labert etc. Wenn du Interesse daran hast, mitzuspielen bei DayZ, dann schreib mir eine Nachricht, da lass mir einen Kommentar. Wir können uns dann ja mal in Verbindung setzen und mal schauen, ob wir miteinander spielen wollen. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!